Alter, die sind ja ein bisschen reich hier. Au. Ich wurde gefunden. Ich dachte etwa eine AK-Dinko. warte, wo ist jetzt die Hauptquetschen? Hier unten? Hä? Ich, hä? So. Guten Tag, der Herr. Gib den Weg frei! Ja, gib doch selber den Weg frei. Und da. Ich genieße gerade echt hier so durchzugehen. Das haben die echt voll schön gemacht. So überall an jeder Ecke so Statuen. Finde ich richtig geil. Ich will auch wieder schnitzen. Da oben! Ach, da muss ich schon wieder klettern, Alter. Meine Finger sind schon ganz grau. Hast du eigentlich Little Hope weitergespielt seit Halloween? Nee, habe ich nicht. Weil ich das eigentlich gerne beim Stream machen wollte. Und ja, jetzt haben wir gesagt, so ja, also montags ist ja eigentlich so ein Strategietag. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm! Freunde, ich bin eine Tomate! Freunde, bitte! Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen! Eine gute Ernte! Zu schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte! Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles! Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien! Es gibt bereits zwei Lager! Und Sparta gewinnt! Handle, Perikles! Oder ich werde es! Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Gini Sotomoda! Gini! Gut, nochmal zu Little Hope. Wir haben jetzt gesagt, dass wir das Montag spielen. Also neben oh Gott. Hier ist ausgerutscht und in eine Pfütze von Wein gefallen. Naja. Genau, also am Montag spielen wir. Zusammen halt mit Rome Tod War. Hallo, der Herr. Ich werde dich jetzt töten. Oder auch nicht. Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Hallo. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Kassandra. Willkommen, Kassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Ihr hattet beide gute Argumente. Das hat er doch nicht gefragt. Hä? Du warst gut? Punkt, Punkt, Punkt. Ihr hattet beide gute Argumente. Also Athen finde ich ganz cool. Also ich finde die Kunst gut. Die Stadt ist wirklich cool. Und übrigens, ihr hattet beide gute Argumente. Du und Kleon hattet beide gute Argumente.
Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Cleon gießt Öl ins Feuer. Herikles, wir sind hier um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Richtig. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Cassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Cassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wie man, wie es so schön heißt, ein Mann ist klug und eine ganze Meute ist irgendwie dumm. Oder die Masse ist dumm. Irgendwie so. Ah, ich weiß das Zitat nicht mehr, aber so vom Sinn her. Warte, du magst ja keinen Wein und damals war der Wein mit Wasser verdünnt, also noch schlimmer. Ja, der wurde sehr oft mit Wasser verdünnt, ja. Alkohol schmeckt so oder so eklig. wir alle wollen etwas. Ich suche nach jemanden. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metiochos. Er sollte ja, mich treffen. Und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja. Ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Scherbengericht? Warte mal, was war das nochmal? Scherbengericht, war das nicht sowas, da steht, warte, aber ich will vorher wissen, ob ich richtig liege. Und zwar, war das nicht so ein Krug mit ganz vielen Scherben drin? Also mit weißen oder schwarzen? Und je nachdem, was mehr... die weißen Scherben waren für für A und die schwarzen für B und je nachdem wie viele Scherben drin waren, das hat dann gewonnen. Ich glaube, das war's. Also Rom hatte sowas ähnliches, nur ein bisschen brutaler. Scherbengericht. Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Beim Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Ja, das ist richtig. Ah, cool. Haha, cool. Wer ist der Metti? Metiochos. Du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Ja, damit hatten ja auch viele Künstler das Problem. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Natürlich. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. Artika-Sandalen. Das ist doch wunderbar. Gut, mehrere Quests angenommen. Okay.
Also eine ist genau hinter uns, Cleon. Ach, das, das ist der Blödi. Also der Ölheizmaker. Schöne Freundin, ich sah dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perry. Mhm. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Politiker lügen? Perikles wurde von den Menschen gewählt. Ja, ist ja Demokratie. Er wurde gewählt. Athen ist die Wiege der Demokratie. Oh, ist es. Nur, dass der falsche Mann in diesem Zentrum sitzt. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Was wäre dir meine Hilfe wert? Meine Dienste sind kostspielig. Ich verstehe die Bedürfnisse des Gewerbes ebenso wie die des Volkes. Ich werde deine Dienste großzügig entlohnen. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Ja, also, das mache ich ja sowieso. Ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir, das ist eine große Chance für dich. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das einer der nettesten und liebenswertesten Personen hier im Spiel sind. Also seine Stimme ist sehr nett und er schaut hilfsbereit aus und ja. Also ist ja nicht so, dass wir irgendwie vom Spiel gesagt bekommen, dass er irgendwie böse wäre oder so. Gut, schauen wir mal auf die Karte. Dieses Spiel und seine Quest. Ja, so viel zu tun. Wir könnten den Vater der Demokratie töten. Ja, machen wir aber nicht. Das ist ja der Vater. Oh, hier ist ein Schmied. Und hier ist noch ein Tod am Nachmittag. Ein gieriger Rechter. Junge. Und hier ist ein Kampf wieder für Fragezeichen. So, dann machen wir erstmal das da und ich will zum Schmied insgesamt. Eine giftige Begegnung. Perikles hat einen Kollegen namens Metichos erwähnt, der eine Verabredung verpasst hat. Um zum Symposium eingeladen zu werden, muss Cassandra ihm helfen. Oder ich mache zuerst das da. Es geht nichts über einen guten Tod am Nachmittag. Wohl wahr. Dann machen wir erstmal das da. Und ich sehe gerade, es ist schon wieder 8. Puh. Ja, dann machen wir die Quest noch. Oh nein, die hat eine Abkürzung genommen. Das sind ja allerhand. Ach so, das sah gerade aus, als wäre das Feuer unter der Statue. Und ich dachte mir, was das soll. Entschuldigung, ich muss mal hier rein. Ich muss nicht hier rein, Entschuldigung. Ich muss mal, Entschuldigung. Ja, ich muss ja hier. Warum müssen es Schlangen sein? Hilf mir! Wie komme ich da rein? Hol mich hier raus! Ja, ich komme. So komme ich da rein. Guten Tag, der Herr. Töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Ja. Oh. Ich heile mich mal kurz. Alter, das sind ja Mega-Schlangen.
Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also danke. Ja, guten Appetit, Paul. Ich helfe doch gern. Du schuldest mir was. Nein. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Ich kann dir meinen Schlag zu zeigen. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Oh, Cassandra ist manchmal echt geil. Oh. Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Hast du deine Entführer erkennen können? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Ach ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Okay, da muss jemand duschen. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Cleons Anhängern. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Mhm. Ich spüre sie auf, Meteoros. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Also ich konnte ganz chillig durch das Tor gehen. Also ich würde sagen, das ist ja. Also die Mauer durchbrechen ist nicht das Problem. Ihr solltet mal das Tor zu machen. Also nur so eine Idee. Gut. Also der durchflutete Teil der Stadt. Es gibt einen durchfluteten Teil der Stadt. Also ganz ehrlich, wenn man jemanden töten will, geht's auch einfacher. Ja, aber das hätte keinen Stil. Liebes Brief, ein Kotzrezept. Kochrezept. Ja, also ein Kotzrezept wäre auch cool. Außerdem werden Schlangen den Typen nicht beißen ohne Grund. Die würden eher wegkriechen und eine Ratte suchen. Ja, ist wirklich so. Warte mal. Mir kommt gerade, dass die Cam die ganze Zeit vor dem Ding ist. Uhuhu. Weil, ja, es bringt jetzt noch das schnell zu ändern, weil wir sind ja kurz vor Schluss gerade. Gesundheit. Geh zum Haus der Angreifer, weil ich weiß, wo das Haus ist. Ich muss einfach nur nach... Der Teil von Athen, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Ja, das sind wohl dann die Slums. Da muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Ja, anscheinend hier. Oh. Triple Kill. Wie jene, die Meteoros umbringen sollten. So, die sind auf jeden Fall gut dressiert. Warum wurde Metichos angegriffen? Ja, das ist eine gute Idee. Gute Frage. Warte, kann ich hier die Tür eintreten? Nein. Ich bin ja zivilisiert. Schlangenbisse. Oh. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Versteckt. Sehr, ja. Der ist gut versteckt. Ach, da oben wahrscheinlich.
sieht irgendwie danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Ja, das ist meistens so. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemand das Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Metiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, armer Aktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Warum habt ihr das getan? Warum sollte Metiochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Ihr könnt das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Nun muss ich entscheiden, was mit euch passiert. Cleon sagt, es ist Zeit, den Eliten die Stadt zu entreißen und zu kämpfen. Egal, was du uns antust, es werden andere kommen, die uns nachfolgen. Yo. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Beschützt keinen Verbrecher. Sagt es mir, oder ihr bekommt einen Zeigefinger in die Nase. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Soll ich sie töten? Also ich würde sie am Leben lassen, weil, ja. Nee, oder? Ja, würde ich auch nicht. Geht mir aus den Augen. Die tun weh. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke. Wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler. Okay, das Ende fand ich auf jeden Fall cool. Ich find's cool, dass wir sie nicht töten müssen. Schlamm, 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 schlamm. So. Aber diesen Dude könnten wir gerne mal getrost töten. Oh! Alter, der ist Level 17! Der ist Level 17! Alter, der ist ja Level 17. Ich wusste gar nicht, dass... Also, ich dachte, wir können mit dem noch reden. Aber da war eine Schlange im Weg und ich habe die Schlange drin. Weil, okay. Ja, ist sowieso gerade gut zum Schluss machen, oder? Ich dachte, wir machen jetzt... Du musst vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Wie viel Schaden mache ich denen eigentlich mit dem Attentat? Oder mit Pfeil und Bogen? Warte mal. Cam an! Okay, ich wollte eigentlich die Quest noch fertig machen, aber wenn da so ein Level 17er Dude ist... Oh krass, ich kratz den ja fast. Hm.
Tobi, ich muss dir später was schicken, als Tobi lange gegen den gekämpft hat. Hab so lange nicht gelernt. hab lange nicht mehr so gelernt. Ja, da bin ich gespannt. Ich wusste, dass dies passieren würde. Die Quest ist so buggy. Ach so, ja. Okay. Ich würde es gerne einmal noch probieren. Oh, ich habe mich auch so sehen geheilt. Warte. Ich will es einmal noch probieren. Einfach aus Gründen der Unterhaltung. Spüre den Schmerz meines Gifts. Wie, da ist eine Schlange. Ich wollte eigentlich ausweichen, oder ich bin ausgewichen, aber da war eine Schnur. Okay, gut. Dann würde ich sagen, warte, nein. Egal. Gut, dann, dann machen wir hier kurz mal den Cheat-Mode.